solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Stell dich mir, Vater. Lass es uns beenden. Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Wegen dir. Ich habe deinen Tod nie gewollt, Spartaner. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Deine Spielfigur hat versagt, Gaia. Du hättest eine andere wählen sollen. Genug! Vater und Sohn sterben gemeinsam. Thank you.
Ich werde deiner überdrüssig, mein Sohn. Nichts als Dunkelheit liegt vor dir, Kratos! Was geschieht da draußen? Die Menschen, die Feuer! Psst! Bleib bei mir, Calliope. Mutter, ich hab so Angst. Kommen die, um uns zu holen? Dein Vater wird uns beschützen. Lass nichts übrig! Brennt das Dorf nieder! Mutter? Kratos! Kratos, in der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Das Licht sehen. Es verändert dich. Es wird Zeit, deine Ängste abzulegen. Das Licht zeigt die Wahrheit. Die Macht der Vergebung kommt von innen. Willst du Vergebung, musst du die Kraft finden, dir selbst zu vergeben.
Quarantäne! Nicht! Kratos, Furcht trieb Zeus zum Mord an seinem Vater Kronos. Die gleiche Furcht führte zum großen Krieg. Furcht brachte Zeus dazu, dich zu töten, seinen eigenen Sohn. Zeus nutzt Furcht, um dich im Dunkeln zu halten. Stell dich den Dämonen und bette sie zur Ruhe. Götter des Olymps haben mich verlassen. Alle Affen. Erinnerst du dich an jenen Tag, Sparta? Ich lasse nicht zu, dass du mir wehtust. Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Andorra. Du kannst dein Schicksal nicht ändern. Ich gab dir alles! Bitte, tu's nicht, Spartan! Du hast, was du wolltest! Jetzt lass mich! Stirb, Spartaner! Heute magst du mich besiegen! Komm, ich kann dir den Weg zeigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Höre nicht auf sie, Kratos. Versage einmal in deinem Erbärmlichen in dich. Versage nicht so wie bei deiner Familie. Es ist schon gut, Kratos. Als die Furcht der Götter wuchs, wich meine der Hoffnung. Die Macht, einen Gott zu töten. Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Hm.
Sehr gut gemacht, Kratos. Befreit vom Joch des Olymps und gereinigt durch das Chaos, ist die Menschheit nun bereit für meine Botschaft. Sieh dich um, Athene. Die Welt liegt im Ruin. Was nützt dir deine Botschaft? Geh, wenn du musst. Aber zuerst will ich, dass du mir die Macht aus der Büchse übergibst. Die Büchse war leer. Das kann nicht sein. Ich sehe es in deinen Augen. Du besiegtest mit meiner Macht Zeus. Du hast sie auch jetzt noch. Begreifst du denn nicht? Als Zeus die Übel einfing und in die Büchse sperrte, war ich besorgt, was geschehen würde, wenn man sie öffnet. Deshalb beschwor ich die mächtigste Waffe der gesamten Welt und ich tat sie in die Büchse. Ich sagte doch, sie war leer. Pandora hat sich umsonst geopfert. Sie starb wegen meines Durstes nach Rache. Du musst dich irren. Du hast mit meiner Macht Zeus getötet. Ich habe es doch gesehen. Es sei denn... Natürlich. Beim Öffnen der Büchse sind die Übel zu den Göttern geströmt. Infizierten sie? Veränderten sie? Zeus selbst wurde Opfer der bösen Übel. Darum wurde er so unglaublich zornig und besessen von deinem Tod. Eines der Übel hatte ihn ergriffen. Ich dachte, die finsteren Mächte der Büchse wurden niemals befreit. All die Jahre glaubte ich, du hattest die Hilfe der Übel beim Sieg über Ares. Ich habe mich geirrt. Die gestohlene Macht aus der Büchse gehört mir. Daher hast du die Kraft, die Zeus nie vernichten konnte.
Sie ist so groß, dass sie sogar Furcht bezwingt. Verborgen tief in deinem Innern, Kratos, ist Hoffnung. Sie war tief vergraben, versteckt unter deiner Schuld und den Vergehen deiner Vergangenheit. Bei deinem Sieg über Zeus musst du sie durch irgendetwas erweckt haben. Was war es, Kratos? Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Was war es, Kratos? Ich weiß nur noch, was ich verloren habe. Darum solltest du die Macht mir geben. Ich weiß um ihre wahre Bedeutung und wohin sie gehört. Ich weiß, du wirst das Richtige tun, Kratos. Du irrst dich. Du schuldest es mir, Kratos. Ich schulde dir gar nichts. Ich kröne dich zum Gott. Ich schützte dich vor dem Zorn des Olymps. Ich verhalf dir zur Rache an Zeus. Es ist vorbei, Athene. Du würdest mich wirklich niederstrecken? Abermals? Meine Rache endet jetzt. Wie kannst du nur... Du enttäuschst mich, Spartaner.